Dann gehen wir rein zu Dave. Dave hat nämlich ein neues Video hochgeladen und da geht's weiter. Er tradet sich weiter hoch zur Rolex und zwar durch Pokémon zur Rolex. 72 Booster Giveaway Dave. Bin sehr gespannt. Wir schauen mal rein. Let's go. Yo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Rolex Trader Projekt. Yo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu... Ist immer so ein bisschen überbelichtet, ne? Also sieht so ein bisschen aus. ...einer weiteren Folge vom Rolex Trader Projekt. Endlich geht es weiter und wir versuchen uns heute durch Pokémon-Karten zur Rolex hochzutraden. Das Beste daran ist aber, dass nicht alle Displays, die ich in diesem Video gekauft habe, für mich sind. Der Großteil ist für euch 72 Evolution Booster. Werde ich an euch verlosen, die Möglichkeit auf ein 5000 Euro Holo Glurak. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr mitmachen könnt, wie ihr gewinnen könnt, dann bleibt dran. Ich erzähl's euch gleich. In den letzten Monaten ist der Pokémon-Hype komplett durch die Decke gegangen. Ihr habt's wahrscheinlich mitbekommen, komplett YouTube spricht darüber. Gestern Abend war das Stream-Event von Trimax und Papa Platte komplett krank. Props an euch, das war ein sehr, sehr nice Event. Nicht zuletzt ist der Hype natürlich da, weil Logan Paul ein First Edition Display aufgemacht hat, in dem Papa Platte ein Holo Glurak gezogen hat. Ja, man muss sagen, Logan Paul hat auf jeden Fall den Hype mit befeuert. Allerdings war der Hype schon ein bisschen vor diesem ganzen Logan Paul-Thema wieder hochgekommen. Klar, der Logan Paul hat nochmal einen Schuss nach oben gesetzt, aber Logan Paul hat meiner Meinung nach nicht den Hype wieder erweckt. Das mittlerweile fast sechsstellig oder vielleicht sogar sechsstellig wert ist. Und seitdem hat es mich und wahrscheinlich euch auch komplett gepackt. Ich bin komplett im Film und gucke die ganze Zeit alle Videos und jetzt ist es soweit und ich will selber Teil davon sein. Ich habe dann während der Planung für dieses Video die Heat Movement Jungs angerufen, weil das letzte Mal mit denen so Bock gemacht hat, weil das so gut funktioniert hat und weil die glücklicherweise auch komplett im Pokémon-Hype waren und wir haben uns was sehr, sehr Krasses ausgedacht. Also wirklich, es wird komplett sick. Ist Heat Movement nicht eigentlich nur für Sneaker? Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben uns entschieden, 72 Evolution Booster an die Community zu verlosen und die in einem fetten Livestream aufzumachen. In den nächsten 4 Tagen habt ihr die Möglichkeit, euch über den ersten Link in der Videobeschreibung die App runterzuladen und euch dort ins Gewinnspiel einzutragen. 72 Evolution Booster machen wir auf. Ihr habt die Möglichkeit auf einen 5000 Euro Holo Glurak. Ich habe Displays in perfektem Zustand gekauft. Das wird richtig sick. Bis Donnerstag habt ihr Zeit. Klickt auf den Link in der Videobeschreibung, ladet euch die App runter, tragt euch da ein. Das wird fucking sick. Ich danke den Jungs vielmals für die Möglichkeit. Ich bin zwar im Hype, was Pokémon angeht, aber es ist eigentlich viel nicer, euch was zurückzugeben, einfach für den Support und weil viele von euch natürlich auch im Fieber sind und sich vielleicht kein 1000 Euro Display oder so leisten können. Wenn ihr die App runtergeladen habt, navigiert einfach in den News-Tab, da findet ihr das Gewinnspiel, tragt euch ein, ihr braucht keinen Account, das dauert 1 Minute, über den ersten Link in der Videobeschreibung findet ihr die App. Ich will den Jungs auch hier nochmal riesig dafür danken. Letztes Mal haben wir 5 Jorn 1 Mokka verlost, das war schon richtig fett. Ich fühle diese neuen Pokémon-Karten nicht so, muss ich sagen. Auch mit dieser... mit diesen zusätzlichen Entwicklungsstufen und so. I don't know. Fühle ich nicht so krass. Generell die neuen Pokémon-Generationen. Aber trotzdem cool. Dieses Mal wird's komplett krank und ihr habt die Chance auf ein 5K Holo Glurak. Ich bin wirklich unnormal gehypt. Macht da mit. Am Donnerstag erfahrt ihr dann im Livestream, ob ihr gewonnen habt und wenn ja, was ihr gewonnen habt, weil wir die natürlich live gemeinsam aufmachen. Das wird komplett krank. Kuss, Kuss, Kuss. Und jetzt weiter mit dem Video. Perfekter Zeitpunkt zum Einsteigen. Momentan sind wir auf einem absoluten All-Time-High. Die Karten sind so teuer wie noch nie. Also wirklich schlechteste Situation, um jetzt damit Geld zu machen. Was soll's, ich will's trotzdem machen. Ich habe Bock, Booster zu öffnen. Aber als allererstes. Buy high, sell low ist mein Motto. Let's go, Dogecoin to the moon. Brauche ich Booster? Brauche ich Displays? Wo bekommt man die her? Alter, es ist so gestört. Ich habe gerade angefangen, nach XY-Displays zu suchen, also Evolution-Displays. Da sind die Karten drin, die quasi damals in dem Base-Set waren, nur in neuer Auflage, mit ein paar Secret-Rares, die quasi noch on top kommen. Also sehr, sehr nice Karten, die jeder aus seiner Kindheit kennt. Aber die Preise sind komplett gestört. Mit 1000 Euro muss man pro Display auf jeden Fall rechnen. Das ist natürlich auch den Leuten auf YouTube geschuldet, aber dadurch sind natürlich die Karten, die sich in den Packs befinden, auch mehr wert. Aber ob man damit Profit machen kann, ich weiß es nicht. Trotz alledem werde ich wahrscheinlich... Ah, ich sag's so, wie es ist. Mich kickt's halt wirklich nur, wenn es eine englische First Edition Box ist, Alter. Dann kickt's rein. Gestern auch so mit der deutschen First Edition war auch schon ganz nice. So ein 2500 Euro Tour Talk bei PSA 9. Ja, aber wenn es halt... Wenn man halt so eine Chance hat auf so ein 80.000 Euro Glurak, dann fängt es an, richtig geil zu werden. Wahrscheinlich auf ein XY Evolutions Display gehen, einfach weil die Karten halt Kult sind. Ich hatte aber jetzt gerade noch eine, glaube ich, ziemlich krasse Idee. Und zwar rufe ich jetzt bei allen Läden aus meiner Heimatstadt an, die damals schon Pokémon-Karten verkauft haben und frage, ob die vielleicht noch irgendwelche Displays auf dem Lager liegen haben, die sie nicht verkaufen konnten.
Wenn ich das hinbekomme und die für einen günstigeren Preis haben kann, weil die niemand kaufen wollte. Oh, da bin ich aber sehr gespannt. Weil jetzt ist der große Punkt, guck mal. Also natürlich könnte es jetzt sein, dass er Glück hat und dass die Läden jetzt sagen, oh ja, die haben wir nicht verkauft bekommen, hier, kauf sie. Klar, könnte passieren, aber jetzt pass auf. Pokémon-Karten oder generell die Displays oder die diese Boxen, ja, sind ein ziemlich sicheres, wie nennt man das? Du kannst es sicher lagern, es wird nicht schlecht. Also, nehmen wir jetzt mal an, im Vergleich zu Hardware. Also, du hast jetzt eine Hardware-Firma oder sowas wie ein PC, Custom-PC-Hersteller. Und der hat in seinem Lager 20 Nvidia 380 TX, whatever. Also so diese mega neue Hardware, okay? Nächstes Jahr werden diese ganzen Sachen massiv an Wert verlieren. Das heißt, diese Hardware-Firmen zum Beispiel, da wo immer wieder neues Zeug, was besser ist, rauskommt, die haben natürlich in der Situation, wenn die gerade gefragt sind, haben die eine mega geile Situation, aber wenn die damit zu lange warten, verlieren die Geld. Wenn du jetzt Pokémon-Karten mal anguckst, Pokémon-Karten werden meistens nicht im Wert runtergehen, sondern du kannst die lagern, du kannst sie nach 10 Jahren verkaufen, du kannst sie nach 5 Jahren verkaufen und die halten ihren Wert oder werden sogar noch teurer. Deswegen eigentlich dumm, wenn da jetzt ein Shop sagt, jojo, wir verkaufen dir die Sachen, weil die könnten die im Internet halt immer gewinnbringend verkaufen. Okay, alle drei Läden, bei denen ich angerufen habe, haben mir im Prinzip das Gleiche gesagt. Wenn Pokémon-Karten oder Displays nicht verkauft würden, würden sie zurück zum Verlag gehen. Die haben mir aber auch gesagt, dass der Hype seit Jahren so konstant ist, dass sie eigentlich nie was zurückschicken und dass immer alles verkauft wird. Plus, sie haben in den letzten Wochen vermehrt Anrufe wie meinen bekommen, wo Leute... Ah, guck, das habe ich mir fast gedacht, guck. Das macht ja gar keinen Sinn. Warum sollten die so einen Bestand verkaufen? Das ist ja nicht wie so ein Lebensmittel oder so Hardware, was irgendwie schlecht wird. Sondern das ist etwas, was den Wert behält. Danach gefragt haben. Also die Leute sind auf der Suche. Das einzige Gefährliche, was man an Pokémon-Karten hat, ist einfach, wenn sie nicht vernünftig gelagert werden, Beschädigung über die Zeit. Ja? Feuchtigkeit, whatever, Diebstahl, solche Sachen halt. Aber ansonsten bist du mit Pokémon-Karten eigentlich, das ist das größte Franchise der Welt, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, Pokémon ist wertvoller als Harry Potter und alles andere. Ich glaube, Pokémon ist das teuerste Franchise der Welt, wenn ich mich nicht irre. Und mit Pokémon-Karten kannst du eigentlich nichts verkehrt machen, vor allem mit alten Pokémon-Karten. Kannst du eigentlich nicht viel verkehrt machen. Ich sage euch ganz ehrlich, warum ich persönlich mir keine Packs kaufe. Ich werde in Zukunft bei solchen Streams, werde ich auf jeden Fall auch Packs kaufen, dann verschenke ich die an Zuschauer oder so, wenn ich da was Geiles draus ziehe. Aber ich bin nicht so ein Sammeltyp. Pokémon ist auch stärker als Star Wars, genau. Ich bin nicht so ein Sammeltyp. Pokémon-Karten, da müsste ich mir halt Ordner anlegen und bla und dies und das. Ich bin so jemand, ich versuche so wenig unnötigen Besitz wie möglich zu haben. Ich habe auch sehr viel Zeug beim Umzug halt in Deutschland verschenkt und verkauft. Ich habe natürlich mein Stuff hier, was ich jeden Tag brauche. PC, Hardware, Technik und sowas, klar. Aber ich versuche eben sau viele Sachen einfach nicht zu besitzen, weil ich brauche nicht so viel materielle Dinge. Und ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt seit kurzem wieder richtig hyped. Also Bitcoin habe ich ja sowieso gehalten, aber jetzt seit kurzem habe ich auch ein paar Altcoins wieder mir angeschafft. Ich bin von dem Konzept von Krypto mehr überzeugt als von solchen Pokémon-Karten. Einfach aus dem Grund, weil ich das Wallet, das ist nichts, was mir jemand, also niemand kann mir was klauen, es kann nicht verbrennen, es ist alles sozusagen safe, wisst ihr, was ich meine? Irgendwie so, ich habe gerade irgendwie mehr, fühle ich das mehr so, deswegen, ich werde mir keine Booster-Packs kaufen. Wenn solche Streams sind, werde ich auch mal in Zukunft, werde ich da auch mitmachen und da auch eben in diese Streams Booster-Packs kaufen, aber die Karten, die ich dann bekomme, werde ich mir nicht zuschicken lassen nach Madeira, sondern dann sage ich so, ja, tu die irgendwo in Tresor oder verlos die an die Community oder so, weil ich brauche hier keine Karten. Das ist der Punkt. Weil es halt einfach unendlich teuer geworden ist. Das bedeutet für uns, wir müssen wahrscheinlich pro Display 1000 Euro ausgeben. Hätten wir vor ein paar Wochen gekauft, wäre es noch deutlich günstiger gewesen. Aber jetzt ist es halt so richtig in Deutschland angekommen und wir kommen wahrscheinlich nicht drum rum, jetzt 1000 Euro oder so dafür zu blechen. Ob wir da Profit machen, ich wage es zu bezweifeln. Dazu auch noch wichtig sind Toploader. Das sind diese Dinger hier, wo die Karten reinkommen und gesichert werden, plus Sleeves.
Die bestelle ich auch sofort und dann sind die Karten, die wir ziehen, auch sicher und wir können die vernünftig einpacken. Außerdem hat sich jemand bei mir per Mail gemeldet, der mir dabei helfen kann, die Karten legit zu checken, der mir vielleicht sogar dabei helfen kann, an Karten ranzukommen, weil das ist super wichtig. In Märkten, wo super viel Geld da ist, gibt es auch Leute, die einen über den Tisch ziehen wollen. Genauso ist es bei Pokémon-Karten. Es gibt einfach komplett gefakte Displays, komplett gefakte Sets. Man kann die resealen, also die auspacken, Karten rausholen, wieder zumachen. Dieser Markt ist wirklich gerade eine komplette Mess, weil einfach so viel Geld da drin steckt. Pokémon ist das größte Franchise jemals mit über 90 Milliarden Umsatz insgesamt. Das ist komplett krank und jetzt gerade sind die Leute halt bereit, irgendwie 1000 Euro für alte Karten auszugeben. Dann tummeln sich da natürlich auch irgendwelche Verbrecher, die einen über den Tisch ziehen wollen. Aber Summit und sein Discord und seine Pokémon-Community Pokesaat greifen mir da unter die Arme. Den Link zum Discord und zu deren Twitter findet ihr in der Videobeschreibung. Sehr, sehr nette Jungs, die mir dabei helfen, dass ich eben nicht über den Tisch gezogen werde. Außerdem kann Ehre. Der mir aus seiner eigenen Sammlung wahrscheinlich 3 Kanto-Powerboxen und 2 Trainerboxen organisieren. Das sind genau dieselben Karten, die im Evolutions-Display drin sind. Die sind aber pro Booster deutlich günstiger, einfach weil das natürlich nochmal geiler ist, so ein Display zu haben. Aber wenn es einem nur um die Karten und ums Öffnen geht, dann ist man eigentlich mit den Kanto Power und Trainerboxen ganz gut beraten. Die werde ich auf jeden Fall nehmen, der macht mir einen super Preis. Und jetzt brauche ich aber noch 2 Displays. Jetzt könntet ihr euch fragen, warum zur Hölle machst du Displays auf? Das stimmt. Also wenn ich eigentlich wirklich viel Geld damit machen will, dann wäre es vielleicht schlauer, die Karten zu traden und nicht auf die Glücksspielschiene zu gehen, Displays zu kaufen. Das macht mehr Spaß. Hat einfach mehr Spaß. Einen Booster zu öffnen und für dieses Display 1000 Euro oder tausende von Euros auszugeben, je nachdem, was es für eins ist. Das stimmt, das ist richtig, aber ich habe übelst Bock, die zu öffnen und es ist natürlich auch Content. Feinster Content. Also ich habe tatsächlich einfach Bock, Booster zu öffnen. Ich bin froh, ein Format zu haben, bei dem ich so viele verschiedene bunte Sachen mit einbringen kann. Seid mir nicht böse, es wäre wahrscheinlich schlauer gewesen, Karten zu traden. Aber ich habe einfach Bock, Booster zu öffnen. Außerdem setze und hoffe ich natürlich auf meinen Luck. Wenn wir ein paar gute Karten ziehen, könnte es schon sein, dass wir mit Plus rausgehen. Okay. Aber da kommt es natürlich auf ein paar Faktoren an. Aber was sind die Faktoren? Im Prinzip gibt es 2 Faktoren, die Einfluss darauf nehmen, wie wertvoll eine Karte ist. Zum einen der Zustand und dann natürlich, wie oft es die Karte gibt und wie begehrt die Karte ist. An Punkt 1 können wir relativ wenig ändern. Die Karten sind halt irgendwann rausgekommen, die gab es in begrenzter Stückzahl und gerade die alten sind jetzt schon mal grundsätzlich im Wert super krass gestiegen. Also selbst wenn ihr eine niedrige Karte habt aus einem sehr, sehr alten Set, dann ist die grundsätzlich schon mal mehr wert als jetzt aus einem Set, was letztes Jahr rauskam. Beim zweiten Punkt wiederum können wir ein bisschen Einfluss darauf nehmen. Es kommt darauf an, wie wir die Karten aufmachen, dass die Displays nicht beschädigt sind und so weiter. Gehen wir mal davon aus, dass das Display nicht beschädigt ist, dass die Karten nicht geknickt sind und mit den Boostern alles in Ordnung ist. Dann kommt es sehr stark darauf an, wie man die Booster aufmacht und wie man allgemein mit den Karten umgeht und wie man sie... Mir ist gerade auch aufgefallen, dass ich mich gar nicht so krass freue, wenn ich selber Sachen auspacke. Aber wenn ich bei anderen Leuten zugucke, da freue ich mich irgendwie mehr. Ich habe gestern, als ich gesehen habe, Revi hat das Turtok gezogen oder Kevin hat einen Chanera oder Pipi und so gezogen, habe ich mich richtig gefreut. So, oh ja, geil. Oder Monte hatte Simsala, glaube ich. Aber wenn ich selber so ein Pack öffne und ich ziehe dann Glurak draus, denke ich mir, cool. So, ich raste dann irgendwie nicht so aus. Gehen wir aber einfach mal davon aus, dass es alles passt, wir die vernünftig aufmachen, dann kommt es sehr stark darauf an, wie die gedruckt sind. Gibt es Printlines, also sieht man verschiedene ungewollte Linien auf dem Bild, wo das Pokémon abgebildet ist. Wie genau in der Mitte ist das Bild des Pokémons? Hat das ein bisschen mehr Rechtsdrall oder ein bisschen mehr Linksdrall, ein bisschen mehr oben, ein bisschen mehr unten? Das sind alles Sachen, auf die man keinen Einfluss nehmen kann, die aber sehr, sehr wichtig sind für den Wert der Karte. Also es ist nicht nur Glücksspiel, ob man die Karte bekommt, die man gerne hätte, sondern auch in welchem Zustand sie ist, weil man auf ein paar Faktoren einfach keinen Einfluss nehmen kann. Was ziemlich verrückt ist und was dazu beitragen kann, dass man vielleicht gute Karten zieht, die aber eigentlich gar nicht so viel wert sind. Jetzt wisst ihr also grob, wie sich die Preise zusammensetzen und ich habe vor ein paar Tagen die Sachen bestellt und dann sind sie auch schon angekommen. Okay, Freunde, es ist soweit. Das erste Display ist angekommen und zwar ist das nicht meins, sondern das von euch. Hier drin befinden sich eure Pokémon. Oh mein Gott, ich bin so auf die Condition gespannt. 1000 Euro habe ich dafür ausgegeben. 36 Booster sind da drin. Die Jungs von Pokesaat haben mir dabei geholfen, eins zu finden, das wirklich legit ist, soweit man das über eBay beurteilen kann. Es kam auch sehr gut verpackt an. Oh mein Gott, Digga. Es sieht so fucking nice aus. Alter, man sieht sogar da drauf das Ceiling mit den Pokémon-Logos. Es sieht richtig gut aus. 36 Booster und in den Boostern befinden sich eure Pokémon. Schon cool. Erster Link in der Videobeschreibung. Es wird no joke fucking sick. Ich bin so gespannt. Aber das Display sieht wirklich, wirklich gut aus. Ich glaube, den Karten da drin geht es auch wunderbar.
Oh Mann. Eins von drei. Es kommen noch zwei weitere Displays, eins für dieses Video und noch eins für den Livestream und fürs Gewinnspiel von euch. Zu dem Zeitpunkt konnte ich mich schon fast gar nicht mehr halten, also bin ich sofort in den Livestream gehüpft, habe 36 Booster, das komplette Display geöffnet und das ist dabei rumgekommen. Hauptsache, dass die Booster halt nicht geknickt werden wahrscheinlich. Bro, ich bin komplett im Film. Genau das durfte ich früher nie haben. Ich hatte früher so unfassbar viele Booster und Displays, aber nicht von Pokémon, sondern Pokémon, da war ich noch zu jung. Das habe ich so in der Grundschule, da habe ich Pokémon-Karten gesammelt, da hatte ich so einen großen Ordner mit so ganz vielen Klarsichtfolien, da habe ich die so einsortiert. Aber zu der Zeit, als ich Yu-Gi-Oh! Sogar gespielt habe, ich habe sogar auf deutschen Turnieren gespielt, war sehr wild. Ich glaube, die geilste Karte, die ich jemals gezogen hatte, war in Yu-Gi-Oh! Yatagarasu in Secret Rare. Das war eine unfassbar geile Karte. Und die war damals schon sehr viel Geld wert. Ich hab sie schon mal gezeigt. Hier, das ist die wertvollste Karte, die ich jemals gezogen habe. Die in Secret Rare, das ist die richtige Karte. Mashallah, das war die wildeste Karte überhaupt. Meine Eltern waren immer dagegen, dass ich Pokémon-Karten kaufe. Oha. Digga, ich bin so fucking hyped. Du kannst das schon richtig aufmachen. Das ist eigentlich nicht so wichtig. Okay. Energy. Oha. Pikachu Mashallah. Direkt. Geil. Das steht halt so krass für mich für Pokémon. Dass ich das sehr, sehr nice finde. Den packe ich mal zur Seite. Ich bin gespannt. Ui. Ein Charneran Holo. Genau das gleiche, was Kevin gezogen hat. Nur Kevin hat es in First Edition. Und da war es auf keinen Fall eine PSA 10. Das heißt, es war wahrscheinlich so um die 500 Euro oder so wert. Damit die hier, was weiß ich, wie viel wird die wert sein? Sagt er es? Energy. Nee. Oh, eine Reverse Holo Glumanda. Cool. Das ist auf jeden Fall. Let's go. Ui. Bro, sehr, sehr nice. Ich weiß schon, warum meine Eltern das mir damals nicht erlaubt haben. Oh, lol. Oh mein Gott. Bro, ich habe gar nicht mehr drauf geguckt. Ich war so gerade am Erzählen. Muss schon noch knallen, Alter. Aber dafür jetzt. Oh, dafür der Full-Out Mute. Oh mein Gott, sieht die krank aus. Die ist wirklich krass. Digga, what the fuck? Weiter geht's. Oh! Surfing Pikachu ist Digga! Surfing Pikachu ist eine coole Karte. Ich muss sagen, diese Evolutions Packs, die lösen wirklich so gar nichts in mir aus, leider. Also gestern noch bei der First Edition Geschichte, da war es noch so, da kommt auch so richtig mit, wie man irgendwie, ich weiß es nicht. Irgendwie, das hat so ein. Keine Ahnung, es kickt mich gerade gar nicht. In einem Pack? Digga, what the fuck? Gleich hinterher noch das normale. Oh, trotzdem geil. Magnetilo Holo. Vor allem Magnetilo, oder? Mashallah, kennt man. Digga, was war das für ein Pack? Holo haben wir jetzt auch schon. Das Einzige, was wir brauchen, ist Holo. Slow Bro. Der Mega Slow Bro EX. Aber sieht fucking sick aus. Ja, der ist auf jeden Fall sick. Oh, Flying Pikachu, das ist ja Surfing Pikachu, bis jetzt die geilsten Karten, meiner Meinung nach, bis jetzt die geilsten Karten, die er gezogen hat. Surfing Pikachu und Flying Pikachu, die sind cool, die sind süß, die sind nice, nice gezeichnet, so richtig derpy. Bro! Ja, ich pack die gleich in die leeren Packs. Und Mewtwo, Mashallah. Aber non-holo, ne? Mewtwo, so fucking sick. Schade. Mew. Oh, Mew, Mashallah, das ist eine coole Karte. Holo. Sehr, sehr sicke Karte. Digga, ich komm nicht klar. Let's go! Garados. Oh, Digga! Nice, nice, nice. Charizard EX macht auch. Wir hatten jetzt Glumanda, Grotexo und Reverse Grotexo. Nice. So. Ja. Da muss und jetzt. Jetzt? Oh, Turtok. Auch sehr geil. Mega Turtok geht da natürlich auch. Die zweite. Secret Rare. Ticker. Das habe ich gerade schon. Willst du mich? Die hatten wir noch nicht, oder? Die hatten wir noch nicht. Let's go. Nido. Ich habe jetzt hier mal alle Karten aufgereiht, die ich gestern Abend im Livestream gezogen habe.
Ja, also bei einem Display ist ja eine garantierte Anzahl an Holos drin. Ich weiß, ich habe absolut keine Ahnung von diesen Evolution-Dingern. Ich weiß nicht, wie viel die wert sind. Was mich jetzt interessieren würde, was wäre die wertvollste Karte davon? Also gibt es da eine Karte, die richtig. Gibt es da eine Karte, die richtig reinknallt, weil das Display hat ja 1000 Euro gekostet. Dann frag ich mich, ob der das Geld damit rausgeholt hat oder nicht. Hat so fucking Bock gemacht. No joke. Ich kann euch nur raten, macht bei dem Gewinnspiel mit. Es wird fucking geil. Das hier sind meine... Schade, dass der den Wert nicht gesagt hat, weil der hätte mich jetzt interessiert tatsächlich. Karten Charizard EX, Blastoise EX. Manche Karten liegen mehrfach aufeinander. Bei dem Pikachu sind das insgesamt 7. Wir haben 2 Mewtwos aufeinander liegen. Unter dem Glutexo Reverse und dem Glumanda Reverse liegen ganz viele normale Rare-Karten. Ganz unten haben wir die kompletten Secret-Rare-Karten, die wir gezogen haben. Einmal Flying Pikachu, zweimal Surfing Pikachu, zweimal hier kam's Team Rocket. Wir haben fast alle Secret-Rare-Karten gezogen. Wir haben einen Charizard EX, der fucking sick aussieht. Meine absolute Lieblingskarte, die wir gezogen haben, ist, glaube ich, der Gyarados oder Mew Holo. Extrem nice Karten, aber wir haben natürlich noch eine Rechnung mit den Displays offen. Wir brauchen ein Holo Glurak und zwar eins für die Community. Man sagt ja so, in jedem dritten Pack ist eins drin, so Faustformel. Ein Pack, ein Display haben wir aufgemacht, da war keins drin. Das bedeutet, es könnte sehr gut sein, dass in den beiden letzten eins drin ist. Wirklich, tragt euch in das Gewinnspiel ein. Das wird ein sehr, sehr nices Event. Das wird fucking sick und ich hab's im Gefühl, wir werden eins für die Community ziehen. Aber die große Frage, die uns jetzt zum Schluss bleibt, wie viel Geld haben wir... Zone Colin, ich danke dir, Kuss. ...gemacht oder ja. Wie viel Geld haben wir gemacht? Bin ich jetzt mal gespannt. Ich muss ganz ehrlich sagen, für die neuen Pokémon-Karten, ich habe natürlich absolut nicht die Preise im Kopf. Das ist deswegen so die Frage, so wie... Schauen wir mal. Haben wir verloren. Wie viel sind die Karten wert, die wir gezogen haben? Durch Ankommen und Common Cards, also Glumanda, Pikachu, Glutexo, haben wir insgesamt 75,50 Euro gemacht. Wir gehen von so Standard-Marktpreisen gerade aus für ungegradete Karten in gutem Zustand, so wie meine eigentlich sind. Das ist alles ein bisschen schwer zu sagen und das ist mehr ein Überblick, als dass es jetzt der wirkliche genaue Wert der Karten ist. Es kommt halt sehr stark darauf an, ob sie gegradet sind, wie sie gegradet sind und so weiter. Okay. Ich gebe euch einfach nur so ein bisschen Anhaltspunkt, damit wir wissen, womit wir rechnen können. Durch Reverse Holo, Glumanda und Glutexo, die wir beide einmal hatten, haben wir 35 Euro gemacht. Durch all unsere EX-Karten, also Mewtwo, Charizard, ihr könnt das Video ja vor ein paar Sekunden nochmal stoppen, da seht ihr alle Karten, haben wir insgesamt 155 Euro gemacht. Unsere Holo-Rare-Karten sind insgesamt 140 Euro wert, unsere Secret-Rare-Karten sind ungefähr 80 Euro wert und unsere Rare-Karten, also die beiden Mewtwos, sind irgendwo so bei 20 Euro. Das ergibt eine Endsumme von 505,50 Euro. Ja, aber ist schon stark. Also er hat ungefähr die Hälfte, die er, also wenn er 1000 Euro dafür bezahlt hat, hat er die Hälfte wieder rausbekommen. Wenn der jetzt jede Karte verkauft, natürlich auch viel Arbeit, ne? Du musst dann jede Karte inserieren, dann musst du jede Karte auch wirklich zu dem aktuellen Marktpreis für ungegradete Karten verkaufen und so. Ist natürlich auch nochmal viel Arbeit, da muss man wieder Arbeitszeit für abrechnen, weil in der Zeit könnt ihr auch theoretisch wieder mit anderen Sachen Geld verdienen. Aber, also ist absolut in Ordnung, ist natürlich jetzt kein Gewinn, sondern halt natürlich ein eher ein Verlust, aber dafür ist der Spaß ja das Wichtige gewesen. Ich bin der Meinung, man muss nicht unbedingt einen großen Gewinn machen mit diesen Booster-Packs, sondern der hat jetzt auch 500 Euro sozusagen dafür bezahlt, die er nicht wiederbekommt, dafür, dass er einfach Spaß hatte, die aufzumachen. Und das ist ja auch eine coole Zeit, ne? Einfach Spaß haben. Und deswegen finde ich das in Ordnung. Ist natürlich kein sinnvolles Invest. Die ganzen anderen einzelnen Karten, die wir jetzt gar nicht mit aufgelistet haben, wurden von meinem Kollegen auf 170 Euro geschätzt. Das macht einen insgesamten Preis von 675,50 Euro, was circa 325 Euro Verlust bedeutet. Damit hätte man rechnen können. Ich habe auch tatsächlich ein bisschen damit gerechnet, aber ich hatte einfach Bock, die aufzumachen. Und das muss ich auch nochmal ganz klar sagen, es ist einfach Glücksspiel. Vergesst das nicht. Solange er Spaß dabei hat, und sich dabei im Klaren ist, dass es Glücksspiel ist, ist es doch völlig in Ordnung. Es macht für euch wahrscheinlich relativ wenig Sinn, außer ihr seid bereit, wirklich Geld zu verlieren und euch ist das von vornherein bewusst. Bei YouTubern und Streamern ist das natürlich was anderes, weil sie damit Content machen und das ja eigentlich die Haupteinnahmequelle an den Pokémon-Karten ist. Es hat trotzdem mega Bock gemacht. Ich glaube, dass ich ein paar der Karten graden lasse, weil die dadurch halt super viel mehr wert sind und ich glaube, dass meine in relativ gutem Zustand sind. Schauen wir mal weiter. Wir gehen raus mit 325 Euro Minus. Was soll's? Wir sehen uns nächste Woche wieder. Kuss, Kuss, Kuss. Geil. Richtig geil. Ich fand es trotzdem cool. Ich muss sagen, diese
diese Pokémon-Evolution-Dinger, diese Pokémon-Evolution-Dinger fühle ich halt einfach nicht so. Das sind irgendwie für mich so, es sind halt einfach keine Karten, die, es sind zwar trotzdem die alten Karten nur in Remastered so, deswegen ist es schon cool, hat so ein, trotzdem so ein kleines bisschen Nostalgie-Feeling, aber es sind halt keine so richtigen Goldgruben dabei und dieser mega Nervenkitzel, dass man jetzt so ein Glurak zieht, was im schlechtesten Falle in der deutschen Version in, jetzt, ja, 20.000, 30.000, 40.000 Euro wert ist. Das hat man halt hier nicht. Und das ist so ein bisschen der Punkt, warum ich diese Karten irgendwie so nicht so catchen. Aber ich finde es trotzdem cool und ich mag das. Kuss.